wir müssen uns dieser Wirklichkeit stellen und wir müssen lernen, uns mit dieser Wirklichkeit in irgendeiner Form neu zu definieren und neu aufzustellen. Ich glaube, wir müssen uns wirklich die Frage stellen, wie schaffen wir es, dieses Fundament des digitalen Humanismus zu gestalten und das dann auch wirklich in die gesamte Gesellschaft zu tragen, dass wir alle Menschen bei diesen Entwicklungen jetzt mitnehmen und sie nicht auf dem Weg verlieren in dieser Beschleunigungsrealität, in der wir leben. Dass es diese verschiedensten Perspektiven gibt, aber trotzdem es ein klares Commitment gibt und eine klare Einsicht gibt, dass wir so etwas wie einen Rahmen für einen digitalen Humanismus benötigen, damit unsere Zukunft gelingt. Wie kommen wir von einem Man müsste oder Man sollte zu einem Ich werde? Ich werde in meinem Einflussbereich dazu beitragen, dass wir einen Weg des digitalen Humanismus beschreiten. Ich hoffe sehr auf diesen Wertewandel, zum Beispiel im Hinblick auf das Verhalten zum Klimawandel, im Hinblick auf die Natur, die Schöpfung, aber auch im Hinblick auf die soziale Gemeinschaft, die Gesellschaft. Wir müssen uns, glaube ich, einfach die Frage stellen, welche Rolle das Recht hat und welche Rolle wir dem Recht zuteilen, als Individuen, aber auch als kollektive Individuen, sprich als Gesellschaft. Wir können das gestalten, das ist unsere Technik, das sind unsere Instrumente. Und wir müssen aber zuvorderst überlegen, wer wollen wir als Menschheit sein, wer wollen wir als Gesellschaft sein und wie äußert sich das in vielen Sphären, zum Beispiel im Digitalen. Wie befähigen wir Menschen, diesen Digitalisierungsprozess mitzugehen, mitzutragen und sogar mitzugestalten und auch daraus resultierend selber profitieren zu können. Was braucht der Mensch, um sinnerfüllt leben zu können, um Orientierung zu haben? Welche Menschenbilder stehen dahinter? Wo gibt es hier Andockpunkte? Und ich glaube, dass wir als Kirche, auch als Stift hier wirklich anschlussfähig sind.